Und damals zeichnete sich an der Fee aus, dass es eine ungewöhnliche Dichte gab an Heilern und medial begabten Personen, die da zusammenkamen. Und in diesem Umfeld wurde mir relativ schnell klar, dass eben viele körperliche Erkrankungen heilbar sind auf rein seelischem Weg, wo man nicht nur so tut, als ob man was tut mit der Psychologie, sondern wirklich über den psychologischen Zugang her Krankheitsbilder wirklich in den Griff kriegen kann und heilen kann, ohne die Anwendung von Medikamenten. Und das war für mich ein krasser Unterschied zu dem, was ich gesehen hatte durch meine verschiedenen Interviews an psychosomatischen Kliniken hier, wo die eigentliche Arbeit, die dort gemacht wird, dann immer doch die Homöopathie ist oder die Akupunktur oder die anderen Dinge, die gemacht werden. Und von der psychischen Arbeit, die dort gemacht wird, erwartet keiner mehr, dass es irgendeine Veränderung von den Symptomen gibt. Ja? Das ist meine private Einschätzung der Dinge und ich habe da zumindest mal zeitweise genau hingeschaut. Und bei uns in der Schmerzklinik wurde es relativ schnell klar, dass 60-80% von dem, was wir an Symptomatik gesehen haben, war ausschließlich und rein beeinflussbar über den psychischen Zugang, nicht auf einem anderen Weg. Ja, dass die Medikamente und die verschiedenen Injektionstechniken und das Implantieren von diesen elektrischen Geräten am Rückenmark, haben wir damals alles gemacht, ja, hat so zwischen 20-30% der Schmerzerkrankungen in den Griff gekriegt oder der Schmerzanteile. Aber der größte Anteil war rein psychischer Natur. Und das habe ich erst gesehen an Beispielen von anderen Heilern, die gearbeitet haben. Und dann habe ich geschaut, wie arbeiten die, was machen die eigentlich. Und da war eigentlich der Grundgedanke war immer der gleiche, dass der Schmerzzustand fast immer ein symbolischer Ausdruck war von irgendwas anderem, was früher im Leben vom Patienten passiert ist. Ja, dass das was Metaphorisches an sich hatte, dass das Krankheitsbild auf irgendeine andere Art zu uns sprechen wollte und hinweisen wollte auf irgendein ungelöstes Trauma oder einen unerlösten Konflikt. Gut, und hier ist vielleicht eine wichtige Seite, ja, wie entsteht so ein unerlöster Konflikt, wenn der vertraute Ablauf im Leben unterbrochen wird, wenn etwas Erwartetes nicht eintritt und der Körper in einem Zustand verminderter Resistenz ist. Und dann, ich habe das Beispiel, glaube ich, war das hier in diesem Kurs erwähnt, mit dem Kind im Kaufhaus? War das hier? Ja. Also, wenn zum Zeitpunkt des Traumas nicht möglich ist, Gefühle zu empfinden oder auszudrücken, ja, weil das Gefühl von großer Gefahr oder Lebensgefahr ist und das Ausleben dieses Gefühls würde im Moment alles bedrohen. Ja? Wenn die so bei unseren Eltern oder als die russische Front kam, oder war es Zeit zu rennen, da war nicht Zeit zu sagen, oh mein Gott, jetzt kommen die Russen und die Angst, oh, sondern es war Zeit einzupacken und zu rennen. Ja? Und das Gefühl musste verschoben werden. Nur, dass der Ausdruck des Gefühls für die meisten unserer Eltern nie kam, der richtige Zeitpunkt. Oder die haben sich in diesen Aufbau geflüchtet, anstatt sich zu kümmern um ihr Gefühlsleben, ja, weil das Überleben eben erstmal dran war. Die sind in einen biologischen Modus verfallen, ja, wo das Überleben eben gesichert wurde. Und das Ausdrücken der Gefühle, das Ausleben der Gefühle wurde an die nächste Generation verschoben, die es dann zum Teil begriffen hat und zum Teil nicht begriffen hat. Ja, dass wir verdanken, also ihr Älteren hier verdanken, unser Überleben dem, dass unsere Eltern ihre Gefühle nicht gefühlt haben, sondern sich ums Überleben gekümmert haben, oder? Aber unser Leben kommt mit der Verantwortung, sich dann um die Gefühle zu kümmern. Wir gucken erstmal so durch, wir sowas finden. Jetzt kommt zum Beispiel der Einstieg, dass wir andere Dinge testen, zum Beispiel die Nebenhöhlen. Also mit Pulsfilter testet es im Moment nicht. Wir können den Biss testen, ja, beiß mal fest zu. Ja, wenn er fest zubeißt, geht er in eine Blockierung rein. Und jetzt wollen wir wissen, okay, Okklusion stimmt nicht ganz. Gibt es da ein psychologisches Thema, was die Situation verbessern könnte? Ja, und der Einstieg sehe jetzt so aus.
er beißt kräftig zu, er geht in eine Blockade. Jetzt, dass er nicht die ganze Zeit fest zubeißen muss, speichere ich das ein, Augen auf, Augen zu, während er beißt. Jetzt den Biss loslassen, jetzt kommt die Kontrolle, hat es funktioniert? Ja, er bleibt in der Blockierung. Diese Blockierung repräsentiert jetzt den harten Zubiss. Und jetzt kommt die Frage, ist da ein Psychothema dahinter? Augen nach rechts, nach links? Die Antwort ist ja. Wenn eine Augenbewegung den Test korrigiert, heißt es, dass ein Zusammenhang mit Psyche. Und wie finde ich jetzt raus, welches Thema? Ich teste jetzt die Organe durch, so wie sonst auch immer. Ja, und sehe, dass wenn ich die Leber berühre, geht der aus der blockierten Regulation raus. Das heißt, das Thema, das Psychothema, was sich dahinter verbirgt, hat mit dem Katalog von Gefühlen Leber zu tun. Und die können wir jetzt abfragen. Ja, wir haben die blockierte Regulation, das heißt, er beißt immer noch zu, obwohl er nicht zubeißt. Und gehen jetzt der Reihe nach durch. Wut, Ablehnung. Ablehnung testet.